Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Spark Challenge, wie immer mit dem Flash. Mit dem Centos. Joho. Und dass man wirklich bei Spark Challenge was er mal hinbekommen hat, endlich. Ja, habe ich beim letzten Mal auch hinbekommen, du Arsch. Ja, davor hast du aber wieder ein Bekloppenprojekt gehabt. Das kommt aber morgen. Morgen. Bin doch egal. Morgen vielleicht. Ja, morgen nehmen wir es auch. Draußen brennen die Zombies und ich tue es mal hier ansortieren. Lange nicht mehr aufgenommen alles. Ja, das stimmt. Aber das sollte uns nicht stören, wir werden einfach wie gewohnt hier alles durchziehen. Beim letzten Mal war ich echt so blöd mit dem Wisser. Oh, naja. Ich hab was für dich. Nein. Doch. Exo. So, das packen wir mal zusammen hier. Aber wundere dich nicht. Trotzdem schon wieder umgelegt, mein Gott. Ey, wundere dich nicht, ich bin heute ausgeschlafen. Ja. Weil ich wusste, irgendwann will der Herr doch aufnehmen. Da geh ich schon mal vorher eine Runde pennen. Okay. Das wird ungewöhnt für dich sein, aber... Was essen? Warte mal, wo hab ich denn das? Weiß nicht, ob ich das jetzt schon mit den Enderdrachen machen soll. Musst du alles suchen, oder nicht? Oder hast du schon? Ich weiß auch noch, wo das Portal ist, aber ich weiß nicht mehr die Koordinaten. Scheiße. Das ist doch blöd. Wohl? Warte mal, Leute, kurz. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Cheaten eher gesagt. Muss er? Nee. Ich muss gucken, ob ich irgendwo den Screenshot noch hab. Mit den Koordinaten drauf. Am Screen. Er sagt doch cheaten. Ich glaube, ich hab. Paul. Ach, da. Okay. Koordinaten habe ich noch. Ja. Yay. So schön. Na, willst du da nicht wenigstens Bogen und Rüstung fertig haben für. Ja, ich weiß. Also da musst du es auf jeden Fall auch ein bisschen mehr fertig haben. Minus 555 ist Set und plus 16. 1000 X. Okay. Ja, ich brauche unbedingt einen Infinity Bow. Den hast du ja nicht mehr, ne? Hab ich doch. Da hab ich da einen. Hab ich doch Power. Hier am Breaking 3 und Infinity 1 drauf. Ja, guck. War doch so. Papalat! Yeah. Oh, hier war denn nochmal eine Uhr? Ich glaube, viermal Gold und einmal Redstone, glaube ich. Kann sein, ja. Nimm die mal vorsichtshalber mit in den Keller rein. Und Spitzhacken, wo die noch machen. Ja, ich habe ja hier auch noch ein Buch drin. Protection 3, Unbreaking 3 und Ban of Atropodos. Hier. Ah, ich habe auch noch ein Level. Die könnten. Und ich habe Level 4. Ich bin gerade überlegen, wo ich das drauf mache hier. Ich hab nur so einen Kann man verzauberten Bogen nochmal da rein tun? Nee, geht nicht. Das ist ein bisschen blöd. Egal. Dann verzauber ich den Bogen hier. Ja. Haltbarkeit. Ich komme schon wieder bei dir. Hm? Ich komme schon wieder bei dir. Ah, du bist ein Noob. Ja, sei heute mal froh. Es geht heute schneller. Ich tue einfach. Ich glaube, mein zweites Schwert ist vom letzten Mal weg. Was ich noch hatte. Das müsste es eigentlich nicht sein. Hallo? Ja, ganz leicht ganz noch, aber das geht jetzt. Gehen wir das ein bisschen döller. Ne, ist egal. Nee, das ist. Bei Portal muss ich dich extrem hochstellen, wenn ich das jetzt so was vergesse und das nicht merke, dann ist. Bei dem Problem. Anderen ist das immer wegen der Sprachaktivierung. Hab ich ja sowieso drin. Wenn er die zu niedrig drin hat, dann hackt es immer so abgehackt. Und wenn er die zu hoch stellt, dann hört man einen doppelt. Ey, wo kam der Creeper jetzt schon wieder her? Willst du mich verarschen, Creeper? Du hast doch einen Schuss. Kam hier so ein Kack-Creeper irgendwo her. Reißt immer eine ganze Bude hier weg. Ich glaube, ich gehe mal noch ein bisschen auf Monsterjagd. Bevor ich das mit den Enderdrachen mache, endlich irgendwann. Dass ich mir noch ordentlich Rüstung verzaubern kann und so. Aber das ist mir sicher da. Komm her, Skelett. Derb. Verreck. Mein anderes, besseres Schwert ist auch weg. Oh. Verzauberte Gold Chef's Blade mit Protection 2. Habe ich vom Skelett bekommen. Ach ja.
Das muss ich jetzt hier nicht festnehmen. Machen wir mal irgendwann fertig Was hier. denn? Man kann keine Zeug, weil man muss immer die gleichen sein mit zusammensetzen, ne? Das weiß ich jetzt eben nicht. Doch, ist aber so. Hab grad geguckt. Achso, du musst Level 2 mit Level 2 mal zusammentun, ne? Nein, so meine ich das gar nicht. Was meinst du? Gold und Iron Chestplate meine ich. Ja, das Geht ja muss. nicht. Boah, wie war denn jetzt nochmal ein Amboss? Gleich mit 4, mit 3 Eisenblöcken, ne? Ja. Ja, muss ich mal. Ja. Ja, habe ich jetzt. Oh, da brauche ich noch Enderman. Eisen. Komm du Fotze, komm. Da brauche ich noch Eisen. Dann tun wir mal hier hin. Der. Erstmal ein bisschen EP-Farm gehen. Ich kann aber nicht in die Wüste rein, weil das ist bin so gefährlich immer. Naja, die Wüsten sind doch voll chillig. Ja. Besonders wenn da immer so viele Skelette sind, ne? Haltbarkeit den. Und den kann ich mal hier drauf tun. Zack. Warte, was? Wie habe ich das denn 22 da Level, ey. Hackt hingesetzt? doch bei euch hier. Ja, ich finde immer noch den Himmel von Dokukraft voll geil. Du kennst doch bestimmt Misas Himmel, ne? Misas Texture-Pack. Ich könnte. Aber nur glaube ich. So richtig realistisch. Ja. Und das ist bei Dokukraft auch, aber dass das noch einen besseren Farbton drin hat. Okay. Ah, ja, aber ja, Sparks. Und dass man immer ab und zu Sternschnuppen sieht. Sternschnuppen. Ja, Sternschnuppen. Ja. So, erstmal den Level Bogen wieder heile 6. machen hier. Level 6. Level 8, ey. Der Creeper. Ja, ab in die Hölle. In die Höhle hier. Hattest du dir eigentlich vor das Varo-Projekt bei irgendjemand schon angeguckt? Ja, habe ich mir. Bei wem denn? Bei GLP. Achso. Die Ich gucke ich hab aber das. momentan nur, wenn ich nichts anderes zu gucken habe. Ich hab das bei Sips und Sparks geguckt. Ja, Sparks aber höchstens nur bei Zips Sips. ist als erstes gestorben durch, weiß ich nicht, durch. Nein. Sips ist nicht der Erste, bei Ja, dem nicht so, gestorben aber ist. Zips ist von der Gruppe halt von Ja, Sparks und ja. ihm gestorben. Ja, deswegen gucke ich jetzt bei Sparks dann Oh, weiter. das. Ich habe Diamanten vergessen. Also nicht. Jetzt höre ich mich schon wieder. Boah, ey, ist das schlimm manchmal. Hä, was ist denn jetzt für Betrug hier? Jetzt muss ich ernsthaft. Ich habe das mit einer Gold. Mit einem Gold geht richtig schnell abzubauen, ne? Was passiert? Ich krieg den Diamanten nicht. Yeah, schlecht. Wie scheiße ist das denn? Weiß er nicht. Wir haben ja auch mittlerweile nur Goldspitzhacken. Ja. Brauchst du ja für eh nix. Obwohl doch Goldäpfel. Goldäpfel. Vor allem finde ich immer Leute geil, die spoilern müssen unbedingt. Ne? Ich habe die Folge noch nicht geguckt gehabt und dann wurde gespoilert. Einmal bei mir im TS und dann nochmal Ja, an der das ist zum Gilde von Shaxx Kotzen. und Fidget. Weil es gucken nicht alle gleich die Folge um 15 Uhr oder so, wann die Ja. kommt. Aber ist ja sowieso fertig schon, glaube ich, ne? Sepp ist doch tot. Naja, ich glaube, so allgemein ist das schon fertig, das Projekt. Nein. Noch nicht? Es leben nur noch welche. Okay. Aber kann auch nicht mehr viele sein. Bis die letzte Gruppe überlebt. So lange läuft das Projekt. Naja, bis der letzte überlebt, ne? Oder die Gruppe. Ja, oder? Ja, die Gruppe, ne? Meine ich ja. Der letzte aus der Gruppe oder die ganze Gruppe? Die Vorreiter sind ja immer noch GEP und Zombie. Zombie. Ja, die haben auch so eine geile Taktik gehabt. Ich habe mir das ja angeguckt. Das ist krass gewesen. Die haben es so ordentlich Ja. durchgezogen. Sie, was Sips und Spark gemacht haben, die sind immer unten geblieben und haben da erstmal Strip Mining gemacht, wie Ja, die Ehren. damit die alles kriegen. Das war aber auch eine gute Technik. Ja, aber hast ja gesehen, überlebt Ja, haben sie ja nicht. weil. Ja, Petrit kam ja mit einem unten rein. Kam nach unten und Sepp war gerade alleine. Wenn die zusammen gewesen wären, wäre Petrit tot gewesen. Ja, aber hätte Fahrradkette. Ja. Um 16 Uhr kommt noch ein Video, also gleich von Sepp. Facepalm des Todes oder was auch immer. Eine Zusammenfassung dazu. Wahrscheinlich, dass er ein bisschen zu blöd war.
Und das erste, was ich wieder bei irgendwelchen Leuten in Skype lese, wer hat Bock auf ein Ware-Projekt? Weiß nicht, warum die sich was eigenes nicht ausdenken können. Ja, ist normal. Welche Noob-Kiddies wieder. Krieg ich immer so einen Hals dabei. So Standard. Selbst gelernt. Erstmal hier am Kämpfen die ganze Zeit. Den Level farmen. Ja, brauche ich jetzt auch. Ist jetzt gar nicht dunkel, dann gehe ich schon wieder Monster klatschen. Es ist nur nervig, wenn das wieder hell wird. Hey Zombie. Hey Zombie. Boah. Wir sind ja immer noch nicht fertig, den Spawn zu bauen. Nein? Nö. Gestern habe ich nichts dran gemacht. Keine Lust gehabt. Unglaublich. Hätte ich aber auch. Na ja, gut, wenn du Zeit dafür hast, ne? Gestern war ich voll unproduktiv dafür. Aber so richtig unproduktiv. Ich spiele momentan einfach nur ein bisschen Tackert noch nebenbei, weil ich nichts zu tun habe. Soll ich denn, soll ich die 6 Stunden, knapp 6,5 Stunden habe ich bei Bekloppenprojekt noch gemacht, weil da die Bienen endlich fertig sind und die Bäume. Hast du das mit dem Vogel gesehen? Ja, der ist weg. Ja. Aber das Schmetterlingshaus wollen wir machen, oder was? Ja, das können wir ruhig machen, habe ich ja schon wieder. Also welchen habe ich ja? Ja, ich habe immer nicht schon eine Idee, wie das eigentlich aussehen könnte. Können wir ja machen, das ist ja kein Problem. Dann müsstest du mir nur zeigen, wo du es hinhaben möchtest, ne? Ja, hast du mir immer, weiß ich nicht, beim Spawn, aber bei mir ist es schlecht Platz, da ist ja sowieso so allgemein alles zusammengepackt. Ja, das stimmt. Weil da kommen jetzt wieder zwei Häuser kommen auf jeden Fall noch bei mir hin. Weil ich musste die Farm da abschalten, die beiden Holzfarmen. Ich habe eine zweite da hingebaut. Weil die Kisten waren überfüllt. Aber schönes Holz habe ich jetzt. Gelbes und braunes. Egal wie groß ich das mache. Was? Ja. Für die Schmetterlinge? Nee, das Schmetterlingshaus. Das ist egal, da müssen wir nur Chunklaude reinpacken, damit wir auf jeden Fall die Schmetterlinge überleben und wir immer ein paar Bäume reinpacken. Weil die das gleich machen wie die Bienen. Ja. Boah, ich wollte das eigentlich recht groß machen. Ja, würde ich gerne übertreiben. Richtig groß machen. Suchen wir einen schönen Platz, wo es auch regnet und sowas. Wie gesagt, ich habe mir nicht schon echt eine Idee dafür, wie das aussehen könnte. Ich habe zurzeit mal eine produktive Phase und sowas. Nein, das ist auch Langeweile. Ich muss um das andere denken. Ja, überleg mal, ich spiele Minecraft normal die ganze Zeit. Ja, kann man so sagen. Bist du verrückt? Ja. So, wieder nächsten Level. Jetzt gehen wir wieder Monster klatschen. Monster sind alle weg, es ist Tag. Oh. Geh doch einfach. Ich geh mal tags jetzt in die Höhle rein, fertig. Du musst eh erstmal wieder nach Hause. Du brauchst ja jetzt auch nur noch Level. Ich will jetzt einfach nur noch Schwerter, die Looting und so einen Scheiß haben, damit ich halt fertig krieg. Level 20 bin ich. Ich weiß nicht, ob ich das noch mit dem Wizard nochmal machen soll. Oder ob ich das jetzt einfach weglasse. Musst du? Einfach als gescheitert. Ja, aber dann hast du den Beacon auch gescheitert, ne? Ja, ich weiß. Ist ja das Ding. Okay. Dann mach ich einfach dazu bei mir jetzt, dass einfach was dazu gescheitert gibt's auch. Fertig. Es wird gemacht. Ja, du mich auch. Hab ich gesagt. Ist klar. Du was zu sagen hättest. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich hab mir dieses Fiete Beast Ding angeguckt, was ihr da machen wollt, ne? Ja. Dieses Sky Ding. Ist ja voll einfach, die ersten Dinger fertig zu machen. Nur spawnen einfach extrem viele Monster. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht, ne? Alter, das ist verdammt krass. Das ist ja auch auf Hardcore gestellt irgendwie, ne? Ja, aber gut, wenn du stirbst, landest du wieder auf dem Sky-Ding oben. Okay. Ja, da ist es relativ. Das ist nur extrem relativ. Hart, wenn du kein Essen mehr hast, verhungerst du, aber das ist relativ. Relativ.
Relativitätstheorie. Was denn, wenn du nichts zu essen mehr hast oder so, dann bringst du dich eben um. Ja. Und fertig. Ja. Ob du verhungerst oder stirbst, das ist... Sonja hat gestern oder heute Morgen um 1.40 Uhr oder so geschrieben, ob ich aufnehmen will. Da habe ich gepennt. Okay, ja, da war extrem Langeweile. War ich, irgendwie war ich noch über Handy und mit bei Skype. Vergessen mich auszuladen. Ja, ich glaube, das war's auch noch. Ja, glaube ich nämlich auch. Dass ich vergessen habe, mich dann noch auszuloggen. Was passiert eigentlich, wenn man eine Gletschermelone isst?